Was will ich von dir noch erfahren? Du bist ja sehr weit und lang unterwegs gewesen. Was ist so ein bisschen dein Ansatz gewesen? Wie bist du velotechnisch? Weißt du, so damit umgegangen? Bist du jetzt einfach angegangen und hast gesagt, ja, ich Ersatzmaterial, Flickzeug und so? Hast du einfach gesagt, ja, ich komme ja immer irgendwo wieder an einen Veloladen? Oder wie hast du das Thema angegangen, so mit dem Materialaspekt? Das ist natürlich sehr unterschiedlich gewesen. Die ersten 700 Kilometer hatte es eine Tankstelle. Und Schotterstrasse und ziemlich bergig. Also ja, für die ersten 780 Kilometer 10 Tage gebraucht, muss man sagen. Darum bin ich ziemlich gut ausgerüstet gewesen. Das heisst, ich bin zu meinem Velomech gegangen, habe mit ihm mal das Ganze besprochen, dann haben wir ein paar Modelle evaluiert, geschaut, Körpermass, was passt einigermaßen zu Geometrie technisch vom Rahmen her zu mir. Haben das Velo dann ausgewählt, dann habe ich aber schon relativ schnell gemerkt, ja, diverse Komponenten wollte ich noch ändern. Dann habe ich gesagt, hey, schau, nach dem Arbeiten am Wochenende, komm zu mir, du kannst in die Werkstatt, du kannst unter meiner Anleitung dein Velo so umbauen, wie du möchtest. Mhm. Und er hat mich da sehr stark unterstützt. Und das ist dann das Know-how entstanden, wie kann ich was flicken. Und er hat auch Geschichten erzählt, wie zum Beispiel eine Platte, wenn einfach mal die Pumpe kaputt ist, ja, dann tust du halt den Pneu mit Kleider und mit Gras und mit einfach allem, wo du findest, tust du ihn ausstopfen und fährst so weiter. Ist jetzt nicht so weit gekommen, aber ein Beispiel ist, ich habe für Zelt, Schlafsack, Textilien, Velotaschen, Velo, sicher mal ein Swiss Tool dabei gehabt. Das ist einfach so ein Multitool, das möglichst viel abdeckt. Ich habe diverse kleine Werkzeuge dabei gehabt, wo man erlaubt hat, eine Kette zu flicken. Aber halt auch immer wieder darauf bedacht, dass es nicht gerade ein schwerer Gerät muss sein. Schläuche habe ich dabei gehabt, ich habe keine Pneu dabei gehabt, keine Mäntel dabei gehabt. Und so ist es dazu gekommen, dass vom Alaska Highway halt von der schroffen Steinseite komplett aufgeschlitzt war. Und immer mehr in den Orten ist reingerissen und immer wieder Platten gehabt. Und dann bin ich jedes Mal wieder Strassenrand, Zeug abgenommen, innen drin das Panzertape, das Grau, das Übrige draufgeklebt. Dann nach dem ersten Versuch, wo ich gemerkt habe, ja, es hat nicht allzu lang, bin ich irgendwie 10 Kilometer weit gekommen. Habe ich auch das Panzertape wieder abgenommen, neues Panzertape drauf, Nadel und Faden genommen, dann das Tape nochmal durch den Reifen drauf geknallt. Und so konnte ich dann am Schluss 250 km machen, nochmal, bis ich dann irgendjemand gesehen bin, wo ich wieder einen Mantel gefunden habe. Und ja, es ist eigentlich, es dreht sich sehr viel um Kreativität, dass etwas kannst flicken mit den Sachen, die du dabei hast. Ja. Sicher etwas zum Speichern, Korrigieren, Schläuche, Flickzeug. Ja, wenig, eigentlich recht wenig, letzten Endes. Ja. Genau. Ja. Was ich von dir möchte erfahren? Einerseits möchte ich sehr gerne nach deinem Erlebnis mal mit dir zusammenhocken und die Geschichte von dir hören. Das würde mich extrem interessieren. Andererseits ist es so ein bisschen für mich auch immer interessant, eben du als Mensch, was hat dich dazu angeregt, jetzt nach Ironman und vorher wahrscheinlich noch ein bisschen andere Sportarten, jetzt in das Ultra Cycling Race reinzugehen für Turin, Kapstadt, was? Also zum Ersten machen wir gerne. Das Essen ist immer gut. uns austauschen, nein, ich bin auch selber gespannt, was dabei rauskommt. Und mal gerne. Und was mich dazu ein bisschen gebracht hat, ist
schon das, was ich vorher mal erwähnt habe, so wie beim Triathlon, wie habe ich so das Gefühl, hey, ich komme wie nicht mehr weiter. So aus der Retro-Perspektive habe ich wie Faktor Erholung zu wenig, du hast es vorher mal angesprochen, zu wenig Beachtung geschenkt und habe wahrscheinlich auch immer ein bisschen zu viel gemacht, wie er nicht weiterkommt. Nachher bin ich da zu Zürich am Ironman und ich hatte nachher noch Ferien gehabt, und dann habe ich gewusst, okay, irgendwie muss ich etwas machen, ich komme in mein Velo, ich will irgendwie Velo fahren. Und habe dann für mich wie so gewusst, okay, jetzt eben die Strasse mit Verkehr, da will ich meiden, wie komme ich über die Alpen ohne eine teerte Strasse mit Autoverkehr drauf zu benutzen, und wir hatten dann so einen Weg, so ein bisschen lustig, so Glarus und dann so über den Panikser Pass hinein ab und habe das Cross-Velo mitgenommen und einfach den Schlafsack und das Mäteli und ganz wenig Sachen und bin dann eigentlich so über verschiedene kleinere Pässe am Ende und zwischendrin wieder drei zu Velo auf Italien ab. Und in Italien dort, ist dann sehr viel entspannter mit dem Autoverkehr, wenn du jetzt nicht gerade nach Mailand gehst, sondern so vor allem dort an, war super leer und so richtig cool gewesen, so Velo zu fahren. Und auf dem Weg habe ich das Rennen letztes Jahr gekreuzt. Und so bin ich eigentlich überhaupt auf das Thema gekommen, dass das Gefühl gab, das wäre eigentlich noch spannend. Und ja, vor allem auch auf selber Tour so wieder gemerkt, wie gerne ich mich bewege. Und wenn ich nicht so jetzt nur irgendwie dort ankomme, wie viel Freude es mir macht und wie weit es auch kommt. Und dann ist das so wie immer mehr in mir gewachsen, so etwas zu machen. Und was mich schon auch einfach fasziniert, ist, es ist einfach nochmal etwas ganz Neues. Im Ironman weiss ich, wie viel ich dafür trainiere. Ich weiss, eben, also was braucht, um an die Startlinie zu kommen. Ich weiss, was braucht, um ins Ziel zu kommen. Und wenn es einigermaßen aufgeht, weiss ich, wie schnell ich ungefähr im Ziel bin, weil ich mit meiner Erfahrung einfach mittlerweile das so kennengelernt habe. Und das ist jetzt etwas, wo ich nicht einfach so Bausteine aufeinander biege und ich weiss, ich komme so weit, sondern es ist so, ich habe so gewisse Bausteine für das Rennen zur Verfügung, aber es fehlt noch so, es hat noch so ein Gap, wo ich nicht weiss, wie dass ich dort hinkomme. Und das finde ich halt super faszinierend, das herauszufinden und den ganzen Materialaspekt, den du kannst ausprobieren und sie wieder überlegen und nein so. Und dann so Teile ausprobieren, wo du merkst, ah, das funktioniert super, oder merkst, nein, das ist gar noch nicht die Lösung. Jetzt bei der Ernährung bin ich auch noch an so etwas, wo ich noch nicht sicher bin, wann das mich führt. So in der Szene wird vor allem einfach Tankstellen angehalten und gegessen, was es an Tankstellen gibt. Und ich habe jetzt so mit zwei zusammen, wo man es jetzt mal genauer anschaut, gibt es auch eine Möglichkeit mit hochwertigen Sachen, die du den grössten Teil mitnimmst, können arbeiten und dann einfach Ergänzungen dazu nimmst. Das finde ich halt mega spannend, so ja. Ein bisschen Researches zu machen und auszuprobieren und wie auch deinen Weg zu finden in so etwas. Und da bietet halt jetzt gerade so das Self-Supported, wo du selber für dich musst schauen musst, halt schon einmal recht viel, wo du einfach ganz viele Sachen hast, neue die kennenzulernen und Material und schauen, wie geht das und ja, so die Neugier so viel so etwas. Spannend, dass das anspricht, aber das sich vorbereiten und nicht genau wissen, habe ich jetzt alles. Und das Lustige ist auch, egal wie lange du dich darauf vorbereitest, du wirst an der Startlinie stehen, du wirst dich hinterfragen, du kannst dich perfekt vorbereiten nach allen Möglichkeiten, aber du wirst dich immer hinterfragen, was habe ich vergessen. Und per se ist es ja ein bisschen so, es ist ein Abenteuer und du wirst nie das ideale Werkzeug, das ideale Material dabei haben für die Umstände, die du antriffst, weil du weißt nicht, was du antriffst. Ja. Und dann das Beste daraus zu machen, das ist natürlich wirklich etwas Schönes, diese Sachen zur Verfügung. Cool. Super. Merci vielmals. Hat mich sehr spannend gedacht und ja, freue mich in dem Fall auf einen Austausch nach deinem Erlebnis. Genau.